Und deswegen heute das Video ohne Einleitung. Das Video ohne Musik, ohne Schafe und ähnliche Sachen. Das Video mit der Bitte um Unterstützung, weil es gibt in Heidelberg eine 500-seitige Mappe, die wir mittlerweile als Anwälte auch schon, unsere Anwälte schon gesichtet haben. Und da geht es darum, über das unrichtige Ausstellen von Attesten. Also fast jeder Arzt, der Atteste ausgestellt hat, kriegt mittlerweile Urkundenfälschung oder Gefälligkeitsatteste unterstellt. Obwohl, um das nochmal zu sagen, aus ärztlicher Sicht ist keinen nachvollziehbaren Grund, dass irgendjemand eine Maske trägt. Bei einer normalen Grippe oder einem normalen Grippenkranken reicht auch ein Abstand von ca. 1 bis 2 Meter. Bei Corona sollte man vielleicht 4 bis 5 Meter Abstand halten. Aber es stimmt ebenfalls nicht, dass der Mundschutz nicht hilft, außer Sie sind jetzt gerade in einer Aufnahmestation. In einem normalen Bus gab es gerade in China über Kameras aufgezeichnet die Situation, dass die Personen, die mit einem normalen Papiermundschutz oder einem Billigmundschutz geschützt waren, sich tatsächlich nicht angesteckt haben, obwohl die anderen, die keinen Schutz hatten, sich angesteckt haben. Schulschließung. Okay, super Idee. Wie wäre es denn mit bei einer Erkältungswelle, wenn man hingehen würde und würde den Schülern einen Mundschutz geben? Warum verteilt man denn nicht statt dreimal im Jahr die Bild-Zeitung an alle Haushalte einfach an jeden Haushalt Mundschütze? Das wäre doch mal eine Maßnahme gewesen. Das ist doch mal eine sinnvolle Eindämmung. Obwohl ärztlich sehr viel dafür spricht, dass diese Masken den meisten Menschen schaden. Obwohl sich das beweisen lässt und es keine Hinweise dafür gibt, dass diese Masken wirklich dieses Infektionsgeschehen positiv beeinflussen würden. Also es gibt, wie gesagt, einen schönen dicken Ordner, der darauf rumreitet, dass ich Atteste ausgestellt habe. So, ich habe vielen von euch Atteste ausgestellt. Und sehr vielen. Und trotzdem, obwohl wir auch auf den Demos darauf hingewiesen haben, bitte diese Atteste nicht vorzuzeigen, wenn ein Polizist kommt, werden die Atteste vorgezeigt und werden einkassiert, werden als Fälschung angegeben. Das führt zu Stress. Jeden Tag kriege ich Strafanzeigen. Beschwerden. Zustellungsurkunden. Und ähnliche Sachen. Man muss Gerichtskosten zahlen, man muss Anwälte zahlen. Man muss teilweise, wenn ein Strafbefehl ergeht, erstmal einen Strafbefehl bezahlen, weil man dann ansonsten in Zwingungshaft kommt. Gut, wie schön.